Seid gegrüßt, liebe Freizeitfahrer und Kindersfreunde. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Crazy Vlog. Dritter Tag in Madrid. Es ist voll. Wir sind im Park geworden in Madrid. Und es ist sehr viel los, wie wir gerade sehen. Wir sind gerade reingegangen. Es ist 12 Uhr. Der Park hat von 12 bis 21 Uhr offen. Ich habe hier alles in der Hand. Wir rennen Richtung Stunfall, der Vekoma Giant Inverted Boomerang. Und hoffen, dass wir überhaupt alles schaffen heute, weil so voll wie es ist. Ihr kennt ja mein Glück, überall wo ich bin, ist es voll und es sind Menschenmassen da. Und ja, wir sehen uns. Ja. So eine Box. So, wir waren jetzt in Superman in La Atracción de Acero. Der B&M Flawless Coaster ist sich tatsächlich weicher gefahren als zum Beispiel Kraken in SeaWorld Orlando. Oder hier, wie hieß der Scheiß? Kumba. In Busch Gardens, aber war trotzdem, also ich meine, die Bahn hatte jetzt keine großartigen, wie soll ich sagen, besonderen Momente. Sie hat halt einige Interlocking Corkscrew war drin. Letzte Helix war ganz witzig, weil ich da fast den Boden berührt habe. Aber sonst hat die Bahn jetzt nichts, ja, nichts Großartiges gehabt. Kurze Frage, wo geht's denn da in die Batman-Bahn rein? Da nicht, oder? Ich glaube, da kann man. Achso, ja dann. Wir gehen ins Batman Arkham, nee, Batman La Fuga fahren. Weil Stunfall hat noch zugehabt, das heißt, die konnten wir nicht fahren. Und dann melden wir uns nach der Fahrt Batman wieder. Wie hat dir, Superman, gefallen? Gut. Easy, oder? So, da ist Batman. Batman ist ein Standard-Layout vom B&M Inverted Coaster, den man auch sehr oft in den USA findet. Ja, mal schauen, wie die Bahn wird. Ich mag ja B&M Inverter und ich kenne diesen Bahntyp noch nicht und wir freuen uns drauf. Also, wir melden uns nach Batman wieder. Bis denn. Weiter jetzt hier. Hast du Angst? Oh.
Leute, wir waren jetzt in Batman Arkham Asylum, ehemals Batman La Fuga. Das ist ein B&M Inverted Coaster. Soweit ich weiß, ist es ein Standard-Layout, das es öfter gibt. Ich finde es klasse. Es hat, also erstens saßen wir irgendwie weiter hinten. Das heißt, wir haben halt kaum gesehen, wo es hingeht. Und ich kann das Layout jetzt noch nicht auswendig. Und es war ein bisschen crazy, weil, also es gab zwei Loopings, soweit ich weiß, zwei Zero-G-Rows. Und die Loopings waren halt leicht, also leicht intensiv. Also man hat es schon ordentlich gemerkt, vor allem nach dem First Drop. Und auch in den Helixen und im, in der Zero-G-Roll war es relativ intensiv, fand ich. Und die Q-Line war relativ schön. Also ja, hier die Gotham City schaut ja auch ganz nett aus. Ich meine, schaut ein bisschen runtergekommen aus. Ähnlich wie Movie Park, aber ansonsten ganz nett. Ja, und wir laufen jetzt Richtung Coaster Express. Der hatte ja eine Zeit lang geschlossen. Das ist eine Holzachterbahn, die ziemlich scheiße sein soll, aber die wurde ja geretrackt. Da sind wir mal gespannt, wie die werden wird. Also, ich befürchte Schlimmes. Ich hoffe das Beste. Was denkst du? Ich hoffe, dass die nicht abfackelt. Was ist das hier eigentlich? Ist das Scooby-Doo? Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Hoffe ich nicht. Weil die wollte ich nämlich fahren. Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwas steht. Ich habe mich nicht so viel informiert über den Park, muss ich zugeben. Nee, macht keinen Sinn, dass Scooby-Doo in Gotham City steht. Genau, wir gehen jetzt, wie gesagt, zu Coaster Express. Das ist ein, eine Holzachterbahn. Ich kann gerade nicht sagen aus dem Kopf, von welchem Hersteller. Erzähle ich euch, wenn wir die Bahn gefahren sind, schaue ich kurz auf Coaster-Account nach. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie es wird. Stuntfall hatte, wie gesagt, geschlossen. Da freue ich mich aber am meisten drauf. Und die fahren wir später siddernoch. Und dann haben wir noch zwei Kiddie Coaster wegzucounten, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, was das für Coaster sind. Habe ich auch nicht so drüber nachgeschaut. Also einer ist eher ein Family Coaster, einer ist eher ein Kiddie Coaster. Sehen wir dann, wir melden uns von später wieder. Also Fabi, ja. Magst du vielleicht noch kurz sagen, wie dir hier Batman La Fuga gefallen hat? Ja, war witzig. War witzig. Wie du schon gesagt hast, man sieht nicht sogar, also wenn man nicht vorne sitzt, sieht man nicht ganz, wo es hingeht und dann auf einmal reißt es einen umeinander. Ja, die Wildwasserbahn, glaube ich, werde ich lieber auslassen, weil sonst sind wir wirklich todkrank, wenn wir zurückkommen. Das wäre witzig, ne? Ja, das wäre super witzig, wenn wir todkrank sind. Ich bin eh schon ein bisschen angeschlagen und deswegen wäre das, glaube ich, nicht so die schlauste Möglichkeit. Oh, schau mal, hier gibt es diese, muss ich mal kurz erklären, das gab es auch in Orlando. Das sind diese Becher, kann man für 15 Euro kaufen und du kannst sie den ganzen Tag an diesen Automaten auffüllen, so oft du willst. Oder an hier anscheinend alle 60 Minuten. Ist ganz cool, habe ich in Orlando in SeaWorld gemacht, weil die da bei diesen Automaten auch eine riesen Auswahl hatten. Aber naja, vielleicht noch zwei, drei Worte zu Corona-Beschränkungen hier im Park. Gibt es eigentlich keine, man muss die Tickets nur vorher online kaufen. Und man muss sich gesund fühlen, wenn man in den Park betritt. Genau, hier ist auch noch eine Wildwasserbahn Rio Bravo. Ich glaube, die haben wir heute auch auslassen. Guck mal, da ist die Puppe. Das können wir uns echt überlegen, wie viel das kostet. Was sagt denn das? Das ist so eine zum Durchlaufen Geisterbahn. Ob das was kostet. Mal später mal gucken. Weil ich glaube, das ist ziemlich geil. Zu Annabelle. Aus dem Conjuring Universe. Ja, wir gehen jetzt Coaster Express fahren. Da sieht man schon Coaster Express Entrada. Wir freuen uns drauf. Oder eigentlich freue ich mich nicht drauf. Weil ich glaube, dass die Bahn sehr wehtun wird. Aber gut. We will see. Bis dann. Wir waren jetzt im Coaster Express. Anscheinend ist die Roller Coaster Corporation America. Keine Ahnung, was das für ein Hersteller ist. Ich habe, wie gesagt, viel Schlechtes über die Bahn gehört und auch Onrides gesehen, wo Leute sehr geschrien haben. Es gab aber vor zwei Jahren, boah, ist laut, vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, Retracking und auch die Wagen wurden ausgewechselt teilweise. Und es war voll okay. Also es war halt ganz normal holzachterbahnmäßig und wir sind halt so ein bisschen die ganze Zeit rumgehüpft, aber es war nicht unangenehm.
es hat nicht wehgetan, es war jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, naja, das macht riesen Probleme. So, Cartoon Village, hier ist auch Tom und Jerry, Tiere, Large Tivoli, irgendwie sowas. Und ja, Fabi, wie fandest du Coaster Express? Fabi hat mit den ganzen Mitfahrern, die alle so gemacht haben, mitgevibed. Ich habe mich da so ein bisschen mitreißen lassen. Da waren hinter uns so zwei Experten, die richtig rumgeschrien haben. Und da haben wir gedacht, ja komm, jetzt aber mal komm, rauslassen die Katze. Schreiben wir auch mal mit, ja. Ja, was ich by the way noch sagen wollte, Parque Warner in Madrid ist der zweite Warner-Lizenzpark der Welt. Soweit ich weiß, es gibt nur den und noch einen. Der zweite ist ja die Warner Brothers World in Dubai. Ich überlege gerade, ich glaube, wir laufen da hinten, ist der zweite Kiddie Coaster für später. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, wo wir. Ich muss kurz nachschauen, wie lange laufen müssen. Ah, aber da, aber ob wir da lang. Ja, ja. Ja. Ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, weil Looney Tunes wäre in die andere Richtung. Naja, whatever, wir melden uns von Stuntfall wieder. Anscheinend sind da nur 10 Minuten Wartezeit, das heißt, wir laufen da jetzt hin. Bis dann. Wir waren jetzt in Stuntfall, die Coma Giant Inverted Boomerang Coaster, und was ein geiles Teil. Also erstens fährt sich die Bahn fürs Alter ziemlich weich. Zweitens, am Anfang wird man ja wirklich senkrecht hochgezogen und nicht nur wie bei der einen Bahn in der Movie World am Gardasee. Wie heißt der Park nochmal? Weiß ich gar nicht. Movie World hieß der, glaube ich. Irgendwie so. Movieland, sowas. Movieland hieß der. Da wird man ja nicht ganz senkrecht hochgezogen. Und dieses Senkrechte macht hier schon einen riesen Unterschied. Also es ist geisteskrank, also wirklich geisteskrank, was man da für eine Airtime hat, die man da drin hängt. Und wenn man dann vorwärts hochgezogen wird und rückwärts wieder fährt, auch da wirklich fliegt man aus dem Sitz raus. Also das ist ja wirklich völlig, also das ist ja wirklich abseits von jedem guten Geistern. Also ich fand die Bahn wirklich genial, wir standen jetzt gerade so 15 Minuten ungefähr an. Es ist wie gesagt nicht wenig los. Und wir gehen jetzt bei noch die beiden Kinder. Oh, das ist die Musik vom neuen Batman-Film. Und wir gehen jetzt noch die beiden Kiddie-Coaster counten. Also Ceraminus Ibib. Das ist ein Mack Youngster Coaster. Ich glaube, das ist der gleiche wie im Europa-Park, der Pegasus. Und dann haben wir noch diesen Tom und Jerry. Das ist ein Tira Large Tivoli Coaster. Fabian Stuntfall? Hammermäßig, gell? Hammermäßig. Ich war aber gut, also. Ja. Ich fand's geil. Also, ich kann. Ja. Dazu kann man eigentlich nicht mehr sagen, als geiles Teil. Ja. Genau, Scooby-Doo, der Trackless Dark Ride, hat 14 Minuten Wartezeit. Den machen wir dann irgendwann später, wenn nicht so viel los ist. Aber wir schauen einfach mal. Es ist wie gesagt viel los, aber wir machen das Beste draus. Später gibt's noch eine kleine Filmrunde, das heißt, dass ich für euch ein paar Impressionen mitnehmen kann. Ja, und dann melden wir uns wieder, wenn wir hier die Kiddie Coaster gekauft haben. Fabian freut sich ja richtig schön auf Kiddie Coaster. Ja. Da ist übrigens zu, da wird irgendwas. Und dann, da wird, ne, das können wir alleine fahren. Da wird irgendwas gebaut, ich weiß nicht was. Also der Durchgang hier in der Mitte ist zu. Ja, den Turm können wir noch fahren später. Das ist ein ziemlich großer S&S Drop Tower. Also ich kenne keinen S&S, der so hoch ist. Da bin ich auch gespannt drauf. Dann.
Kurzes Update, wir waren in Tommy Jerry. Fabian ist wahrlich begeistert davon, wie ich Kinderachterbahn fahre, um Credits zu holen. Aber Sandro, ich weiß ja, dass du da auch immer sehr begeistert von bist. Sandro killt mich da auch immer dafür und sagt, scheiß Counter, Counter ist kaum. Aber so ist es, Leute. Und jetzt gehen wir zu Sorry Saminos, die Beep. Und wir holen uns, glaube ich, jetzt so einen Coca-Cola Freestyle-Scheiß. Also, wir melden uns danach, Sorry Saminos, die Beep. Bis dann. Ja, bist du narrisch? Das haben wir Beep Beep hier. Mack Ride Youngster Coaster. Die beiden Kiddie Coaster sind am längsten angestanden bisher. Aber Coaster Express hat jetzt auch 45 Minuten. Ich bin gerade schon so ein bisschen am Filmen und wir machen gerade eine Wiederholungsfahrt. Oder gehen jetzt nochmal Batman und Superman fahren. Wir werden dann sicher noch was essen und ich werde ein bisschen filmen für das Impressionsvideo. Und ja, dann melde ich mich wieder. Aber ich denke mal, jetzt gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Also dann später, wenn wir halt dann die anderen Sachen noch gefahren sind. Aber ja, hier, wie heißt es hier? So, das haben wir geblieben, weil es war nicht anders als Pegasus, war nichts Besonderes. War ganz entspannt. Ich finde, das ist von den Kiddie Coastern her eher eine rasantere Bahn. Also gerade wenn man halt so denkt an die Tiere Coaster, sind diese Mack Ride Youngster Coaster schon ein bisschen wilder. Aber es ist jetzt nichts großartig Besonderes. Na gut, also bis später. Stehen wir schon? Was ist denn von der Loche? Wir waren haben Wiederholungsfahrten auf Superman und Batman gemacht und waren dann essen im Daily Planet. Das war eine ziemliche Katastrophe, weil es da ewig gedauert hat. Also die waren maßlos überfordert mit der Anzahl der Menschen. Und es war halt ein typisches Freizeitpark-Ekelessen. Naja, man konnte essen, es war ganz okay. War ein bisschen teuer und ja. Danach vielleicht noch eine Sache zur Abfertigung. Also die haben teilweise eine unfassbar langsame Abfertigung. Bei Coaster Express ist nur ein Zug drinnen. Das dauert echt ewig. Naja, whatever. Ist nicht die Stärke von dem Park. Und in manchen Ecken schaut da auch nicht ganz so schön aus, muss man sagen. Gerade in Gotham City vorne wird viel rumgebaut. Hier irgendwo bauen sie eine neue Achterbahn, soweit ich weiß, aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Genau. Und wir waren jetzt gerade noch in Scooby-Doo drin. Ist ein Trackless Dark Ride, auch wenn die Trackless-Funktion hier vollkommen unnötig ist. Also der fährt eh nur eine Spur nach. Ist ein Schwarzlicht Dark Ride. Also die Kulissen sind alle in 2D im Prinzip. Man schießt auf so Punkte. Die Punkte sind aber auch mini klein, also die erstmal zu erkennen, what the fuck. Und ja, keine Ahnung, also ist ganz nice, kommt bei weitem nicht an den Scooby-Doo Dark Ride in Dubai ran, der ja auch dieses Trackless halt mega ausnutzt. Genau, aber naja, wir werden jetzt noch ein paar Wiederholungsfahrten auf Stuntfall machen. Ja, der Park hat bis 21 Uhr offen, heißt ja noch ein bisschen Zeit und dann mal schauen, was wir dann machen. Wie fandest du Scooby-Doo? War ganz cool, aber weiß nicht, die Anstehzeit nichts war großartiges. Ja. Groß, ja, also der war nicht so toll, also es gibt bessere Scooby-Doo-Rides. Na gut, dann melden wir uns wieder. Wahrscheinlich dann, wenn wir aus dem Park gehen, weil ich denke, viel zu berichten werde ich nicht mehr haben. Ach, den S&S-Tower fahren wir sicher noch. Genau. Und da sind Toiletten, sehr gut. Also bis dann. So, wir waren jetzt im Hotel Embajador, ein Madhouse von wahrscheinlich Mack oder Vekoma, I don't know, was so mittelmäßig ist, also von der thematischen Gestaltung relativ langweilig, wenig Effekte, nur so ein Skelett, was sich ein bisschen bewegt hat und da rumgeschrien hat, und vom Fahreffekt war es auch eher so mittelmäßig, also zum Beispiel das Ding im Gardaland finde ich da deutlich besser, also da fühlt man sich noch mehr kopfüber.
Hier war es auch ganz okay, aber es gibt diese besseren Mehrhäuser. Von der Pre-Show kann ich nicht viel sagen, weil da hat mein Spanisch nicht ausgereicht, um da irgendwas zu verstehen. Außer La Biblioteca. Da haben wir uns gleich gedacht, juhu, endlich sind wir in der Bibliothek angekommen. Geil, das ist ein kleiner Insider. Okay, wir gehen jetzt den Drop Tower fahren, den Riddler. Wir melden uns dann von dort. Bis dann. Wir waren natürlich in La Venganza del Enigma. Das heißt, es geht um den Riddler. Das ist eine DC-Comic-Figur. Ist ein S&S-Shot in Drop Tower. Der Shot am Anfang, den fand ich nicht so intensiv. Dann oben, wie bei kleineren Towern. Zum Beispiel in Universal Orlando, da ist dann oben dieser Airtime-Moment besser. Aber da beim Fall, beim zweiten Fall dann, war der Airtime-Moment besser. Also von daher, ja, kann man nichts sagen. Ganz alter Turm, relativ hoch für ein S&S Shot and Drop. Und man sieht auch in der Mitte des Parks schon die ersten Fundamente von der, soweit ich weiß, neuen Achterbahn, die hierher kommt. Aber nehmt mich nicht beim Wort, ich kann auch falsch liegen. So, wir machen jetzt mal Wiederholungsfahrten und dann, ja, wie ihr seht, es wird schon langsam dunkel. Und es hat auch schon langsam die Beleuchtung wurde angemacht. Und ja, es ist auch 19 Uhr. In 2 Stunden schließt der Park und dann werden wir uns auch langsam wieder auf den Heimweg begeben. Bis dann. Das ist Arceus. Nee, nee. Reises, das. Ja, die ist besser und. Die Show wäre super gewesen. Weißt du, was ich auch gepasst bin? So, wir sind aus dem Park raus und mittlerweile wieder im Zimmer angekommen. Ola? Kurze Fahrt zum Tag. Park Warner, sehr, sehr schöner Park. Zweiter Warner-Lizenzpark der Welt, den ich besucht habe. Was muss man noch sagen? Beste Attraktion war für mich Stuntfall. Und Batman fand ich auch ziemlich geil. Der ganze Park bietet vor allem für unsere alte Achterbahn. Es gibt nicht so viele Flat Rides. Und andere Dinge, das würde ich dem Park noch empfehlen, da ein bisschen mehr aufzuwerten, geile Dark Rides in Warner-Lizenzen zu bauen. Ich finde, das ist auch noch eine coole Sache. Superman hat mir auch sehr gut gefallen, also keine Bahn fand ich wirklich schlecht. Coaster Express sind wir nochmal gefahren vorhin. Da hat die Bahn richtig, richtig geballert, also da war es dann nicht mehr so geil wie heute Vormittag. Genau, das ist mein Fazit zum Tag heute. Mir hat es sehr gefreut
Und wenn ihr dann wieder dabei sein wollt bei einem Vlog, dann geht's morgen in den Parque de Atracciones de Madrid. Schaltet ein, da geht unter anderem in Abismo und Tarantula. Ich freue mich. Also bis dann, ciao, ciao. Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark und Kirmesfreunde.